Ja, liebe Wacke-Fans, Wacke-Stube, Wacke-Stube, Wacke-Stube. Liebe Wacke-Fans, herzlich willkommen zur 99+13. Ausgabe der Wacke-Stube. Eigentlich sollten wir heute Moin sagen, aber das verraten wir später. Trotz Moin begrüßen euch in gewohnter Manier. Der Martin, grüß euch. Und der Felix. Ich freue mich ja mega, Martin, dass wir zur Feier des Tages, also die 13. Ausgabe. 19.13, so fast, ja. 99.13. Dass wir wieder in der wirklichen Wackerstube sitzen dürfen. Das ist richtig, ja. Das ist ein bisschen spontan gekommen, aber wir haben uns gedacht, das tun wir jetzt einfach. Wir sind wilde Hund. Wir sind wilde Hund. Sind eingestiegen. Immer noch kein 100er feiern, aber trotzdem schon so quasi ein bisschen feiern. So quasi ein bisschen feiern, so ist es. Na, der Hintergrund ist der, wir haben aktuell in Tirol Besuch von einer kleinen Runde an Hamburgern mit St. Pauli-Hintergrund. Die sind beruflicher Natur, gerade in Österreich. Und die haben wir uns natürlich geschnappt und gesagt, jetzt wo wir mit dem Jens Duver ja St. Pauli-Connection haben, richtig, müssen wir die natürlich ein bisschen einbauen, haben ein wenig die Stadt hergezeigt und haben heute auch einen Gast dann da. Haben wir dann einen Gast da, ja, dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Wir sitzen da, es ist spannend, da irgendwie wieder mal da zu sein. Ich glaube, wir waren ein Jahr nicht mehr da drinnen. Ja, so ungefähr. Wenn es reicht. Ja. Ich glaube, noch länger. Wahrscheinlich noch länger, ja, das stimmt. Müsst ihr mal nachschauen. Aber wie gesagt, wir feiern noch nicht in 100er, wir werden in 100er bald feiern, wenn es wieder so normal ist, oder? Würde genau, ich sagen. Noch ist ja Zeit der Pappenpullover. Ja, richtig. Und dann, wenn die Zeit vorbei ist, dann werden wir diesen 100er nachholen. Genau, weil du sagst Pullover, ich habe einen Windbreaker und einen neuen. Achtung, Werbung jetzt, gell? Werbung. Den gibt es jetzt. Der ist lang ersehnt gewesen, habe ich gehört, oder viel gehört, persönlich auch. Jetzt ist er da und es war gut, wenn man in den Wackerladen jetzt geht und sich das Ding holt. Das ist ziemlich cool. Wir haben den Windbreaker aus Versehen, wir haben damals auf wackerladen.at haben wir neue Produkte eingegeben und aus Versehen auch den Windbreaker und so schnell konnte man nicht schauen, war das schon dann im Forum geteilt und dann häufig kommentiert und dann haben wir wieder runtergenommen, wir mussten alle enttäuschen, der kommt noch nicht, dann kam Corona, hat sich verzögert, jetzt ist er da, dieser wunderschöne Windbreaker, den der Martin in der Größe XL natürlich. XL trägt, damit ihr vergleichen könnt, was für Größe ihr braucht, ihr bei ihm. Ist relativ eng. Aber eben, deswegen habe ich ihn ein bisschen größer genommen. Ich habe da vorher Shopping mit dem Vizepräsidenten gemacht quasi. Er hat gesagt, nein, nimm ihn eine Nummer größer. Ja. Ich habe gesagt, gut, dann mache ich das. Wenn du das sagst, dann ist das so. Richtig, wenn der Vizepräsident bei uns was sagt, dann ist das so. Und vor allem jetzt bei dem Wetter, wie gesagt, er ist schon regen-approved. Also ich war da mit im Regen und ich bin jetzt wieder trocken. Oder ich war nie nass, sagen wir so. Voll geil. So viel zur Werbung am Beginn. Mario, alles für dich. So. Weiter geht's mit, nach der Werbung, mit dem Thema Sport, weil wir sind ein Fußballclub, wir spielen Fußball. Aktuell spielen wir wieder so richtig Fußball, ja. Nämlich am Feld 11 gegen 11, leider ohne Zuschauer. Wir fangen einmal an mit 11 gegen 11 und dann war es ein bisschen weniger. Jetzt war er dann 9 gegen 11. Wir haben ein Spiel gehabt, wir haben wieder gestartet, FC Juniors Oberösterreich gegen Wacker Innsbruck. Wir haben 1-2 verloren. Ziemlich bitter alles. Eine Partie, die man nicht gewinnen muss, wie man gerne sagt, dann so am Wochenende nach dem Spiel in diversen Stammtischen und Analyserunden sagt man, diese Partie muss man nicht verlieren. Genau, so ist es. Jetzt hast du es richtig gesagt. Ich habe es selber gemerkt, habe es extra mal wiederholt. Ja, so stimmt es, glaube ich, auch. Weil trotz der Ausschlüsse, Stefan Meusburger und Lukas Hupfer haben wir gelb-rote Karten gesehen, waren wir trotzdem extrem knapp dran an vielleicht sogar 3 Punkten, ja, sagen wir mal so. Ich glaube, gerade die ersten 20 Minuten hat man gesehen, dass unsere Mannschaft richtig gut Fußball spielen kann. Die hatten brutale Lust. Teilweise hat man dann das Gefühl gehabt, dass die Lust vielleicht sogar etwas zu überbordend war und dann sind eben Fehler passiert. In dem Fall 2 gelb-rote Karten von 2 arrivierten Spielern, Stefan Meusburger, Lukas Hupfauf, als 2 tragende Säulen. Und dann ist es natürlich schwer. Wobei auch dann hatten wir noch Chancen auf einen Ausgleich und vielleicht sogar mehr. Das schnelles Umschaltspiel und dann waren wir schon ein paar Mal noch vom Tor, aber er ist halt nicht reingegangen. Das passiert bei einer jungen Mannschaft, glaube ich, auch oft einmal. Abhaken, wie gesagt, es ist so die Tour jetzt, man macht das fertig. Natürlich schielen wir ein bisschen nach oben oder haben wir nach oben. Ja, ich glaube, es ist immer noch das Gleiche. Auch Niederlage ändert da sicher nichts dran an den Zielen, die sich die Mannschaft gesteckt hat. Aber es ist halt, wir sind halt nicht so gut eingestartet, sagen wir so. Und über das Spiel gegen Amstetten kann man eigentlich noch nicht viel sagen, weil wenn bei Ausstellungstermin
findet das Spiel erst statt? Oder genau. Hat das Spiel stattgefunden? Wir haben, es ist ja Feiertag diese Woche. Wir haben heute einen Gast hier, das wollten wir ausnutzen. Dann haben wir die Wackerstube vorgezogen. Also das Spiel findet jetzt erst statt, deswegen können wir nicht viel drüber sagen. Aber wir gewinnen, glaube ich, oder? Glaubst du nicht? Ich glaube im Herzen immer, dass wir gewinnen, aber Wir werden es dann danach sehen. Nein, definitiv. Meine, es fehlen zwar wichtige defensive Schützen. Ich glaube, man hat in diesem Spiel ja ein Experiment gewagt, etwas in Innenverteidigung. Hat ja unser etatmäßiger Linkverteidiger im Zentrum gespielt. Würde ich sagen, ob das aufgeht. Das wissen wir schon. Das wissen wir jetzt schon, aber Spiel wissen wir nicht. In Ausland kennen wir noch nicht. Nein, bin gespannt. Also klar, es ist immer schwierig, wenn Stützen fehlen, aber der Mannschaft traue ich alles zu. Der Ecki, der ja auch jetzt von der Nummer 2 zum Nummer 1 wurde und jetzt einen Lukas Wedel, der leider sich verletzt hat, ersetzt. Der hat das ja super übernommen und hat im Spiel eigentlich alles gehalten, was es zu halten gab gegen die Juniors aus Oberösterreich. Dementsprechend traue ich jedem von dem Kader zu, dass er den, der eigentlich vor ihm war, gut ersetzt. Ja, das sehe ich genauso. Also wirklich spannend. Richtig spannend ist aber ein anderes Thema. Ja, bitte. Richtig spannend ist es ja und momentan ist ja Juni, also eigentlich die Zeit, wo man am Transfermarkt zuschlägt und Transfer-Neuzugänge verkündet. Ich wollte auch gerade ich wollte eine Überleitung mit Kader machen und du hast es jetzt so gemacht. Finde ich super. Okay, so direkt. Wir hätten das Gleiche gemacht. Ja, gut. Ich spiele das einfach, was das nächste Thema ist. So was hätten wir vorher gesprochen drüber. Haben wir aber nicht, wie immer, aber wurscht. Es gibt kein Skript, das ist alles live, aber wenn es erst morgen ausgeschaltet wird. Normalerweise die Zeit der Transfers jetzt, normalerweise gibt man jetzt bekannt, jetzt hat Corona alles ein bisschen zerschossen. Wir spielen im Juli, wo die neue Saison losgehen sollte, die alte noch fertig, im August ist dann Pause, im September geht's los. Alles ein bisschen chaotisch, aber die Gerüchteküche brodelt. Ich habe da was gelesen in der Zeitung heute, ja, und es ist schon heiß diskutiert worden in diversen Foren, auf Facebook, soziale Medien und so weiter und so fort. Ronaldo zu Innsbruck. Ich dachte, der ist schon lange in Pension. Nein, ich habe gedacht, wir haben uns auf Messi verständigt, generell, aber jetzt dann ist es irgendwie Ronivaldo geworden. Also in den Gazetten wird geschrieben, wir haben Interesse an Ronivaldo, einem Spieler, der ja wirklich die zweite Liga jedes Jahr zerschießt, sozusagen, das kann man schon so sagen. Hat eine unglaubliche Quote. Absolut. Ich glaube, es gibt in der zweiten Liga keinen, der so konstant trifft. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stehen wir denn dazu, Felix? Zu Gerüchten generell oder zum Ronivaldo? Das ist jetzt, Gerüchte kann man ja entweder dementieren oder nicht. Oder nicht. Man kann sie ignorieren oder nicht. Ich sage jetzt einmal so, wenn ein Spieler von der Klasse von Ronivaldo, und das wissen wir ja, weil er hat gegen uns jetzt ein paar Mal schon gespielt, wenn der keinen Anschlussvertrag mehr hat, dann wäre man ja ziemlich deppert, wenn man ihn nicht auf der Liste hätte. Richtig, ja, glaube ich. Ich gehe aber auch davon aus, dass kein Sportchef und gerade nicht unserer so blöd ist und immer nur eine Idee hat, sondern normalerweise einen Zettel hat mit mehreren Namen oben. Kann man sehr gut vorstellen, dass dieser Name oben steht, dass man sich damit beschäftigt, kann man sehr gut vorstellen. Wie gesagt, es wäre komisch, wenn nicht. Aber was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Es gibt da immer ein Für und Wider. Für ihn spricht seine tolle Quote. Für ihn spricht, dass er in Vorarlberg fußballerische Heimat gefunden hat, nicht weit weg ist. Er ist, glaube ich, ein Spieler, der ein Umfeld braucht, ein sehr, wo sich wohlfühlt. Da war jetzt Innsbruck nicht weit weg. In Mäuse kennt er auch schon. In Mäuse kennt er. Ich kann mir das alles ganz gut vorstellen. Ein bisschen diskutieren die Leute in den diversen Foren drüber. Er ist schon 31. Ja, stimmt. Aber ich überlege für mich natürlich auch immer, gerade mit dem Sozialex. Du bist auch 31. Ich bin auch 31. Also ich finde das erstens nicht alt, man ist dann im besten Alter eigentlich. Nein, mit dem Sozialex überlege ich immer so, wie passt ein alternativen Kader? Ja, ich habe schon gesehen. Wer könnte bei uns spielen? Und da haben wir auch diskutiert. Und ich meine, es ist ein Spieler. Finde mal einen Stürmer, wo du sagst, der trifft konstant. In der Liga und du kannst ihn leisten, das ist eben die Sache. Er ist entweder blutjung und muss von der Lente her so gewaltig sein, dass du fix davon ausgehst, der schafft es, oder er ist ein bisschen erfahrener und hat schon bewiesen. Die dazwischen, die kannst du im Normalfall nicht leisten. Deswegen weil es eben Stürmer einfach mehr Geld kosten und weil Stürmer, die treffen ja sehr begehrt sein, logischerweise. Da brauchen wir jetzt auch nicht. Gibt es ja nicht so viele, oder? Ja. Du bist ja Fußballmanager, wie wir wissen. Also ja, richtig. Virtueller. Ja. Du wirst wissen, dass einfach Preise von einem Stürmer, die übersteigen halt einen Verteidiger, einen Goalie, einen Mittelfeldspieler. Das ist so, ja. Das ist sogar im virtuellen Geschäft so. Und im echten auch. Und deswegen eben das ist ein bisschen kritisch. Ich finde jetzt auch nicht 30. Der Zlatko Tedic ist damals gekommen in diesem Alter. Da war er, glaube ich, sogar schon ein Jahr älter noch und hat wunderbar performt.
Thomas Bichlmann war auch schon etwas älter, ja, hat in der Liga auch performt. Also das würde mich jetzt nicht abschrecken. Wir haben einen sehr, sehr jungen Kader. Wenn da gerade in der Achse spricht man immer, also Golit, Innenverteidiger, zentrales Mittelfeld und vorne. Mhm. Wenn es da erfahrenere gibt, wo sich die Jüngeren ein bisschen festhalten können, gerade in heikleren Phasen, dann kann es auch seine Vorteile haben. Leben, ja. Was noch sehr heiß diskutiert wird, ist, er hat ja, wir haben ja ein Halbfinale gespielt, mhm, in Lustenau. Mhm. Besagter Ronny Waldo schießt den Elfmeter auf unsere, auf unseren Sektor, unsere Fans zu und läuft dann jubelnd zu unseren Fans hin. Das haben wir ja damals schon ausführlich diskutiert. Hat mich furchtbar geärgert. Jeden? Ich finde sowas stillos. Ist so, ja. Und unnötig, ja, weil man ja da irgendwie Emotionen schürt, die es nicht braucht. Und ich meine, er hätte so da auch eine zweite Gelbe sehen müssen. Das war schon klar, weil zuerst hat er den Mäuse eh abmontiert. Dann hat er im Schädel runtergeschlagen, mehr oder weniger. Und dann provoziert der Fans. Ja. Normalerweise marschiert der gute Herr Ronny Waldo. Auf der anderen Seite, jetzt bin ich doch schon ein paar Jahre im Fußball, ich kann mich erinnern, wir haben damals einen Roman Wallner geholt. Den haben wir eigentlich alle gehasst, weil er einfach ein Spieler ist, der, wenn er beim Gegner spielt, dann mag man den nicht. Ja. Dann war er bei uns und dann war er einer meiner Lieblinge. Und ja. Ich glaube, er war ein Fanliebling. Ja. So gesehen, man wünscht sich ja emotionale Spielertypen. Wenn es gegen die ist, ist es Arsch. Wenn es für die ist, ist es lässig. Also, schwierig. Ja, aber ich verstehe jeden, der sagt, hat mich damals geärgert. Verstehe ja. Aber klar, er muss sicher 5 Tore mehr schießen, damit wir das halbwegs vergessen. Das muss schon so quasi, das muss auch, wenn es einen Vertrag geben würde, müsste es wahrscheinlich drinstehen, so ungefähr. Wenn ich jetzt Sportdirektor war oder Sportvorstand wäre, dann tat ich mich von dem, dann glaube ich, muss man sowas ausblenden und mehr von sportlichen Wert schauen. Denke ich auch, ja. Weil ich fertige wieder 11 Lieblinge, aber die spielen nicht so gut, dass wir heute halt ja, mit 11 Lieblinge ja spielen. Schwierig. Aber ich verstehe, es wird heiß diskutiert. Mir taugt es ja. Ich finde das cool. Ich bin jetzt kein Riesenfan von Gerüchten, weil wir sind in der Bayerabteilung, wir wollen immer klein halten. Was aber uns auch immer gelingt eigentlich, aber in dem Fall ist es jetzt, kommt es aus Vorarlberg, sagen wir mal so. Kommt das Gerücht aus Vorarlberg. Aber irgendwie ist es ja geil, weil das ist ja der Fußball, oder? Jetzt diskutiert man da für und wieder und der ist Trottel und der ist, nein, der ist super. Irgendwie ist das cool, weil das macht es ja aus. Ja. Und das ist dieses Geschehen, wir sind in der Fußballbranche und irgendwie taugt es mir. Also irgendwie finde ich es cool. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, ob was dran ist oder nicht. Das werden die nächsten Wochen zeigen, nehme ich an, oder Monate, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht einmal, wann Transferzeit ist. Ich glaube, die geht eigentlich offiziell dann erst im August los und ist momentan Open End. Mhm. Also man weiß es nicht, man geht davon aus, dass es bis September offen sein wird, halt da, wo dann die Sommerpause ist. Ja, ja, eben. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus. Also von dem her, jetzt haben wir Mitte Juni, schauen wir mal. Wir werden es sehen. Schlechter Stürmer ist er sicher keiner. So, glaube ich, das ist bewiesen, ja, das hat er bewiesen. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Ja. Ob er kommt oder nicht, wird die Zukunft zeigen. Apropos Stürmer. Ja. Haben wir ja einen da heute. Wir haben einen Gast, der Stürmer ist heute. Wir haben einen Gast, nämlich den Klaus Ottens. Der war jahrelang Stürmer. Laut Jens Duwe, einer der begnadesten, so habe ich ihn kennengelernt. Das wurde mir vorgestellt. Mhm. Der beste unser Goalgetter. Okay. Es gibt keinen besseren. Den haben wir heute in der Stube zu Gast. Genau. Und ich würde sagen, das zeigen wir euch jetzt. Den begrüßen wir jetzt. Ja, liebe Wacker-Fans, wir haben es euch angekündigt. Heute haben wir einen speziellen Gast bei uns, der ist sehr, sehr weit angereist und das, obwohl die Grenzen ja noch geschlossen sind. Aber es hat einen Grund, ist beruflich hier. Klaus Ottens, hallo, grüß dich. Hallo, grüß dich, danke, dass ich hier sein darf. Also im weiten Weg aus Hamburg angereist, ja, mit einer St. Pauli-Gruppe. Ihr seid beruflich hier, aber auch so ein bisschen auf Sightseeing, stimmt das? Genau, wir machen so ein bisschen Sightseeing, ein bisschen beruflich ein bisschen unterwegs, aber lass uns, sag ich mal, von der schönen Stadt Innsbruck berieseln. Das ist sehr schön. Was sind da die ersten Eindrücke, die du gewonnen hast von Innsbruck, von der Stadt? Schon mal da gewesen vorher? Nein, ich bin schon oft immer, sag ich mal, wenn ich Richtung Italien gefahren bin, bin ich immer an Innsbruck vorbeigefahren, ja. Aber jetzt direkt in der Innenstadt oder beziehungsweise in der Altstadt und bin ich zum ersten Mal und bis aufs Wetter traumhafte Eindrücke. Vielleicht kannst du uns den Zuschauern generell mal die ein bisschen vorstellen. Ja, also mein Name ist Klaus Ottens, ich bin 54 Jahre alt. Ich habe bei St. Pauli von 1988 bis 93 gespielt. 3 Jahre erste Liga, 2 Jahre zweite Liga und dann habe ich noch so in der dritten Liga gespielt bei Hannover 96. Und dann gibt es noch in Hamburger Clubs VfL 93, SV Lorup, das war damals dritte Liga. Mhm. Da habe ich ein bisschen gespielt und wie gesagt, ich bin befreundet mit Jens Duwe, den ihr ja auch, glaube ich, kennt. Mittlerweile ein bekannter Mann bei uns, ja. Genau, und so hat sich das ergeben und dass wir das jetzt ein bisschen beruflich und privat so ein bisschen verbunden haben.
Der Jens ist ja, wie wir erfahren haben vor einigen Monaten, der ist ja Abwehrchef gewesen. Defensiver, du bist ja das Gegenteil, oder? Genau. Ich habe auch mit Jens zu der Zeit zusammengespielt. Ich bin 88 gekommen, wo St. Pauli in die erste Liga aufgestiegen ist. Jens ist mit aufgestiegen, war hinten ja, der typische Manndecker. Und ja, und seitdem, seit 88, kennen wir uns und sind befreundet und sind dann auch über die St. Pauli Traditionself immer noch verbunden und tauschen uns gegenseitig aus. Und ja, deswegen sind wir auch hier. Du warst Offensivspieler, oder? Du warst Stürmer. Genau, ich war Stürmer, offensives Mittelfeld, Stürmer. Ich habe in der ersten Liga, kann man ja nachlesen, 8 Tore geschossen. Das war aber damals, 88, da ist gerade auch so der St. Pauli-Kult entstanden. Ja. Wir hatten auch so, sagen wir mal, vom Fassungsvermögen, so wie jetzt hier Wacker, habe ich ja gehört gerade, irgendwie so 16.000. Bei uns passten damals 20.000 rein. Mhm. War auch immer ausverkauft. Und in der Zeit, wie gesagt, ist da so der St. Pauli-Kult entstanden. War eine super tolle Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht und ja. Du hast von der Traditionself erzählt. Was ist das für Institution? Die gibt es ja bei uns de facto noch nicht. Im Legendenclub haben genau, wir. Genau, sowas wie die Legenden, alle, die, sage ich mal, in der Vergangenheit bei St. Pauli gespielt haben, die jetzt auch mittlerweile schon ins Alter gekommen sind, die nicht mehr aktiv sind oder noch in unterklassigen Vereinen. Und wir machen so 10 Spielchen so im Sommer, alles so in der Umgebung von Hamburg, wo wir uns dann mit den allen ehemaligen Spielern wieder treffen. Und das ist immer eine ganz tolle Sache. Und wir sind auch immer, sag ich mal, vom Verein eingeladen, haben da ein Kartenkontingent, wo wir dann auch regelmäßig uns die Heimspiele anschauen. Also ist eine tolle Sache. Also kann man nur weiterempfehlen. Und der Jens hat jetzt gesagt, Wacker Innsbruck, da bin ich jetzt dann dabei. Schauen wir uns das gemeinsam an. Ja, genau. Ja, er hatte das gesagt, ob wir Interesse haben. Wir sind ja auch mit einer etwas, sage ich mal, größeren Gruppe unterwegs. Und er sagte, ob wir mal Interesse hätten, das anzugucken. Und was hier, sage ich mal, in Zukunft ja auch, wenn man alles so hört, was hier entstehen soll, soll ja. Und da waren wir neugierig und das passte irgendwie bei uns im Terminkalender. Und dann haben wir uns das mal jetzt hier angeschaut. Was hast du dir gedacht, wo der Jens aufgewartet ist in Hamburg und gesagt hat, ich mache jetzt was bei Wacker Innsbruck? Ja, das war für uns alle überraschend, oder? Ja, total überraschend, weil Jens hat da nie drüber gesprochen, ja. Und welche Aufgabe er hat und so, dass, oder wer dann, sage ich mal, der Mäzen ist, das wissen wir bis heute nicht. Und, ja, nicht, die was es also, ja, ich weiß es nicht, ist mir auch egal, aber. So geht's mal. Wie die Kontakte entstanden sind oder so, kann ich Ihnen oder kann ich euch gar nicht erzählen, weiß ich nicht. Auf einmal stand es irgendwie in der Zeitung oder Jens hat uns das dann kurzfristig erzählt. Und wir haben uns dann ja auch das erste Mal, glaube ich, in St. Pauli genau. Astra-Brauerei kennengelernt und sagte Jens, das sind die das tolle Team von Wacker Innsbruck und da wird demnächst einiges entstehen. Aber den Verein hast du schon gekannt davor, ja, vom Namen natürlich. FC Tirol, klar, Jogi Löw, ihr ja. Trainer waren ja auch, sogar hatte ich nicht mehr so auf dem Zettel, Horst Rubesch war ja auch Co-Trainer hier, waren ja so viele Ernst auch, Ernst Happel. Ja. Ich habe sogar 86 unter Ernst Happel ein Probetraining gemacht. Okay, ja, der Jens hat das auch erzählt, bei seiner PK. Bei seinem Antritt, ja, genau. Mhm. Hast du für Erinnerungen an Ernst Happel? Beim ja, also wie gesagt, da war ich noch, dann habe ich im Amateurverein gespielt, vierte Liga. Das hieß noch im VfL, jetzt Lage sagt sicherlich, sagt kein was. Jetzt kennen wir es. Aber Jens war zu der Zeit aktiver Profi beim HSV und Ernst Happel war sein Trainer und ich habe da ein Probetraining gemacht. Da war ich 20. So, und dann habe ich vier Tage in einem Probetraining mitgemacht und dann bin ich zu den HSV-Amateuren gewechselt. Also ganz nach oben hat es dann nicht gelangt und bin dann, sagen wir mal, über den zweiten Bildungsweg irgendwie bei St. Pauli gelandet. So. Aber das war schon beeindruckend, Ernst Happel, und das war zu der Zeit, war das ja HSV, es war ja eine Weltklasse-Truppe mit Kals, Uli Stein, ach, wer da alles gespielt hat, Felix Magath. Und dann ist man da in die Kabine gekommen. Man hat erstmal gar nichts gesehen. Alles nur Nebel, Rauch. Und dann saß Ernst Happel in der Ecke. Er war, den hat eingequalmt. Man eingequalmt. Und dann ganz nett, na Jung, holst du dir ein paar Sachen und trainierst heute mal mit. Ja. So, das waren so meine Eindrücke mit Ernst Happel. Also die große Ansprache, dafür war auch eine bekannt, nein, oder? Nein. Dort hat auch nicht während des Probetrainings mit mir gesprochen oder so. Aber
war auch nicht nötig. Das war schon ein Erlebnis, da mitzutrainieren. Wir haben schon einen guten Freund oder Bekannten vom Jens Duwe da haben. Der Jens Duwe wird uns ja in Zukunft mehr begleiten als Aufsichtsratschef. Er wird ja dann auch da sitzen, das dauert halt noch ein bisschen. Er wird irgendwann einmal in der Wackerstube sitzen, kannst du uns ein bisschen vorbereiten. Du kennst ihn ja besser. Was ist denn der Jens für Typ so? Also, was macht ihn aus? Also erstmal eine ehrliche Haut, sehr umgänglich, nett, nie, sagen wir mal, ausfallend in Anführungszeichen, also eine ganz bodenständige Person. Und aber auch mit klaren, sag ich mal, Zielen vor Augen, aber ganz toller Typ. Aber jemand, mit dem man schon mal ein Bier trinken kann, der klein ja, ist und reden ja, kann. Ja, selbstverständlich, klar. Wir Fußballer trinken ja alle mal ein Bierchen, ne? Das stimmt, wenn man verschwitzt ist, ja. Braucht man danach, muss man da auffüllen, oder? Nein, also das ist, wie gesagt, toller Mensch. Auch beruflich hat er ja auch einiges erreicht und sportlich hat er natürlich dann Pech gehabt. Wir haben eigentlich nur anderthalb Jahre zusammengespielt. Dann hat er zwei verletzt. Oder drei Kreuzbandrisse. Und so ist er auch dann in die Gesundheitsschiene mit eingetaucht. Reha-Zentren etc. Aus eigenen Erfahrungen heraus, genau. Oder? Der anderen helfen zu wollen. Ja. Also. Du persönlich bist aber kein Hamburger Junge, oder? Ist der Jens dieses Jahr? Du bist, glaube ich, Niedersachsen geboren. Ja, oder? Genau. Niedersachsen in der Nähe von Osnabrück. Aber ich bin 88 dann zu St. Pauli gekommen und bin da jetzt aber auch in Hamburg hängen geblieben, in der schönen Stadt Hamburg. Also mit dem VfL Osnabrück hast du nichts zu tun, sondern heilen sich schon nein, da auf der Reeperbahn St. Pauli da hängen genau, geblieben. Genau, also VfL Osnabrück habe ich so eigentlich gar nichts mit zu tun. Habe da auch nicht in der Jugend gespielt oder so. Bin sicherlich, damals war das auch zweite Liga, bin ich oft zum Zuschauen hingefahren, aber sonst habe ich keine Berührungspunkte. Da haben wir jetzt gerade einen Spieler von uns nehmen, oder? In der Kicker 11. Runde sogar. Der Brian Henning. Mhm. Ja, haben wir gerade einen Spieler, der ist von uns, wo wir abgestiegen sind, dann rausgewechselt. Der spielt bei Osnabrück. Ja? Ja, Berliner Junge. Ganz stimmt, ja. Ein Berliner Junge, ja. Ganz ja, die spielen, wie gesagt, haben auch spielen auch eine ganz vernünftige Saison. Für die ist natürlich Ziel Klassenerhalt. Aber was für St. Pauli natürlich auch zählt, ich meine, da im Moment zweite Liga ist es ja sehr spannend unten im unteren Bereich. Wie sagst du zu dem Stadion von der Kulisse? Es wird ja oft gesprochen, also für uns ist das ja relativ normal schon. Wir sehen es ja gar nicht mehr so, die ganzen Berge um und um. Aber wie schaut das aus, wenn man aus Hamburg kommt? Dass man, er hat die Berge nie gesehen. Also ja, stimmt. Ja, bei dem Wetter. So ein bisschen, ich habe doch auch gestern, dann konnte man das so ein bisschen erahnen. Aber das ist ja eine traumhafte Kulisse, wenn man jetzt, sage ich mal, hier auf der, das ist die Nord-Süd-Tribüne. Ja. Das ist die Auswärtstribüne. Die Auswärtstribüne, hier steht ja in der Nordtribüne, habe ich jetzt schon gesagt. Ja. Aber wenn man dann so auf die Berge schaut, das ist schon imposant. Also tolles Stadion, wirklich. Also hier, sag ich mal, wenn hier ein paar tausend im Stadion sind, da geht bestimmt schön die Post ab. Vor allem ist es brutal zentral gelegen. Das vergessen wir ja immer, aber das wirkt ja, glaube ich, für einen Großstädter, oder? Ist das ja alles im Zentrum quasi. Ja, aber das ist so ähnlich, nicht ganz vergleichbar, also mit St. Pauli. Gut, da, weil das liegt auch ziemlich in der Stadt, ist wunderbar. Ich sag mal, du kannst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kannst du zum Spiel fahren und darum, und gerade jetzt auch mit St. Pauli anschließend nach dem Spiel gehen sie alle auf den Kiez, auch die Reeperbahn, also das passt schon. Also da können wir froh sein, dass wir so einen tollen Standort haben. Und ich glaube, das habt ihr aber hier auch mit eurem Stadion. Hier. Ihr müsst euch halt leider nur gedulden, um das Spiel, um die Jungs einmal anzuschauen, weil das geht jetzt einfach nur nicht. Ja? Nee, das ist natürlich traurig, tragisch. Ich sag mal, ich halte auch nicht so viel von den Geisterspielen, aber gut, muss dann eine Runde zu Ende gespielt werden, muss ja irgendwie ein Meister ermitteln oder ein Absteiger, aber macht halt, also für Fußballer ist das Schlimmste überhaupt, Geisterspiele. Also das ist... Vor allem, wenn man am Millerntor gewohnt ist, dass dort 30.000 Gas geben, oder? Und Millerntor ist, sage ich mal, pro Saison, würde ich sagen, die Zuschauer sind auch für 6-7 Punkte gut. Also ja. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also die peitschen einen ja nach vorne und da macht man ja als Spieler doch nochmal so den einen oder anderen Schritt mehr oder beziehungsweise lässt sich davon beeinflussen. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Du hast vorhin den Kult St. Pauli angesprochen, dass der damals so entstanden ist. Was macht für dich den Verein speziell oder was macht denn diesen Kult überhaupt aus? Da rätseln ja alle. Wir wollen ja einen Kult irgendwo schaffen. Ja, das ist zu der Zeit, wie gesagt, ist Pauli aufgestiegen, hatten wir auch mal das alte Stadion, passten ja auch 20.000 rein. Aber das war eine Verbindung vom Stadtteil. Da hat, sage ich mal, der Zuhälter mit dem Banker zusammengesessen, die Prostituierte auch mit dem Banker, aber das war ein gemischtes Publikum und wir hatten auch viele damals aus der Hafenstraße, so die linke Szene, Hafenstraße war ja Hausbesetzung etc. Und das waren auch unsere
unsere treuen Fans in der Gegend gerade. Und wir hatten zu der Zeit ja auch einen Torwart, unser Torwart Volker Ippich, der hat auch eine Zeit lang in der Hafenstraße gewohnt. Okay, und so ist jetzt irgendwie zusammen verschmolzen, so ist, genau, Verein und... Verein, Stadtteil und ja. Super. Und die Fans sind extrem kreativ, weiß ich schon und habe mir jetzt einmal erzählen lassen. Ja, mit Schlüsselbund, klar. Klimpern und mit witzigen Fangesängern und so, das ist ja, ja speziell, oder? Also das Publikum ist einmalig, also auch zu unserer Zeit, dass wir gesagt haben, die ersten drei Jahre waren wir in der ersten Liga. Wir hätten einige Spiele hätten wir nicht gewonnen, wenn die uns nicht nach vorne getragen hätten. Und es gab auch nie Pfiffe am Müller-Tor. Zu meiner aktiven Zeit, ich habe nie einen Pfiff gehört. Also auch wenn wir einen auf den Sack gekriegt haben, dann war das halt so. Und du hast aber auch, sag mal, zu unserer Zeit viel auch Kontaktnähe mit den Fans gehabt. Mhm. Wie gesagt, unsere Kabine, wenn wir, sag ich mal, vor dem Spiel auf Toilette mussten, mussten wir oben ins Clubhaus und da haben wir vor dem Spiel erstmal noch mit den Fans Kontakt gehabt. Ich kann mich auch an ein Spiel gegen Bayern München erinnern. Die kamen natürlich mit ihren dunkelgrauen Flanellenanzügen und haben unsere Kabinen gesehen. Die sind erstmal vom Glauben abgefallen. Wo sind wir hier denn hingekommen? Und dann musste, ich weiß nicht noch, dann kam Augenthaler an und sagte, ich muss hier auf Toilette. Sag ich, komm mit, wir gehen eben nach oben. Da stand Augenthaler, wir standen zwischen den Fans, standen wir am Pinkelbecken. Hat alles funktioniert. Hat alles funktioniert. War gut. War eine schöne Zeit, hat Spaß gemacht. Ist ja eine gewisse Einschüchterung, wenn man so Bayern dann so begrüßt, oder? Das ja. ist ein Kontrastprogramm zu dem, was wir gewohnt genau, sind, ja. oder? Ja. Nein, das war eine schöne Zeit und wir haben sogar einmal in 1991 haben wir sogar 1-0 gewonnen in München. Das ist im ja alten Olympiastadion. Ja, richtig. Das ist ja was sehr lange nicht mehr passiert ist, oder? Dass die Bayern in München verloren haben. Ich glaube, ich. Ja, eben. Geht aber, jetzt auf die Zeit zurück. Ich müsste jetzt nachdenken, aber. Aber nein, würde ich sagen, hätten wir lieber mal 5-0 verloren und hätten dann in dem Jahr die Klasse erhalten. Also war leider abgestiegen über die Relegation. Damals gab es dann auch noch Relegation. Mhm. Drittletzter der ersten Liga gegen den dritten. Zweite Liga. Wie oft bist du heute noch am Millantor? Also ich so 10 Spiele pro Saison sehe ich schon, ne? Weil wir uns da ja auch regelmäßig auch mit unserer Traditionself treffen. Wie gesagt, hatte ich ja. Ist das so ein Klassentreffen vom genau, Stil her? Das ist und auch die Fans sind ja, ich sag mal, die früher gegen gerade gestanden haben, sind ja mittlerweile auch so in unserem Alter, die sitzen jetzt sag ich mal auf der Haupttribüne, aber du, das ist wirklich wie ein Klassentreffen, auch mit den Fans. Die haben es auch schon, ja. Als Aktiver beim Verein sagt man immer, die kritischste Zielgruppe sind gar nicht die Ultras und so, also die Fans, die sich sehr mit dem Verein beschäftigen, sondern sind vor allem die Legenden. Stimmt das? Seid ihr besonders kritisch? Na, ich sag mal, wir waren ja auch, wir hatten zwar damals ein gutes Team, aber wir waren ja auch nicht die filigranen Techniker und. Wir konnten das schon einschätzen. Ja, letztendlich, klar, schaut man mal ein bisschen kritischer hin, aber ich meine, wir haben auch genauso schlechte Spiele abgeliefert und also, das ist bei uns noch human. Und dann trinkt man vor dem Spiel 3-4 Astra, in der Halbzeit 3-4 Astra, nach dem Spiel 3-4 Astra und dann sieht die Welt auch wieder gut aus. Und dann geht es schon. Ja, das ist ja wunderbar. Sehr gut. Cool. Ja, vielen lieben Dank für deinen Besuch. War das eine Stunde Frage? Nein, der Bierkonsum ist besprochen worden, damit habe ich keine Frage mehr. Ja? Also, wie gesagt, ihr habt eine Abschlussfrage nämlich. Ich hoffe ja, dass wir dann auch mal auch die Verantwortlichen, die hier sind, natürlich auch einen Gegenbesuch am Millerntor machen und dass wir dann auch mal das schöne Hamburg euch auch zeigen dürfen. Und wer weiß, vielleicht kann sich auch eine ich weiß gar nicht, Fanfreundschaft entwickeln, weiß man ja gar nicht. Man muss die Dinge entstehen lassen. Ja, genau. Also, und ich finde das ja ganz toll, was ihr so vorhabt. Wenn ich das so euer Team sehe, ihr seid ein junges, geiles Team und ihr wollt nach vorne und ist doch wunderbar. Vielen, vielen Dank. Und ich wollte dir mal als Abschlussfrage fragen, haben wir jetzt eigentlich mit dir einen neuen Wacker-Fan gewonnen? Hat der Jens den für uns gewonnen? Ja, auf jeden Fall. Nicht nur auch die anderen Personen, die noch dabei sind. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen auch Mitgliedsbeiträge oder so sind im Umlauf schon. Und, sehr gut, das ist fleißig. Auf jeden Fall, klar. Das verfolgen wir natürlich jetzt. Das heißt, mit einem Auge wird ab sofort in die zweite österreichische Liga geschielt und hoffentlich auch bald in die erste. Ja gut, das ist nur das ist ja halt im Sport, man kann ja sicherlich sag ich mal ein paar Parameter schaffen, aber aufsteigen ist immer schwer. Das ist das Schwierigste im Sport. Das ist halt nicht mit, kann man sich nicht mit Geld kaufen, in Anführungsstrichen. Sportlich ist, aber ihr habt ja glaube ich eine junge, gute Truppe. Euren Kapitän habe ich ja heute kennengelernt. Beim Mittagessen? Beim Mittagessen, leider heute gelb oder... Ja, gelb-rot gesperrt, ja genau.
Der muss da bleiben. Habt ihr eine gute. Und was natürlich auch beeindruckend war, eure Pläne in Nimming, das Trainingsgelände. Also, wenn ihr das hinkriegt, also das ist ja, glaube ich, einmalig in Österreich, oder? Ja, definitiv. Also vor allem der Platz halt. Der Ort, ich meine, es ist natürlich schon gut. Ja, also aber das ist. Wir haben mit Salzburg natürlich eine Top-Akademie, haben wir stehen in Österreich. Ja. Die ist natürlich absolute Weltklasse. Aber ich glaube, für Tirol würden wir was schaffen, was wir jetzt in 107 Jahren nicht geschaffen haben. Und das wäre schon wichtig. Ja, und Pauli ist ja auch so gewachsen. Die hatten, sag ich mal, wo wir gespielt haben, waren die Etats natürlich noch nicht so groß. Aber dann kamen ja immer mehr, sage ich mal, auch Sponsoren dazu und haben aber dann auch in die Infrastruktur investiert. Tolles Trainingsgelände hatten wir zu unserer Zeit gar nicht. Wir hatten einen Trainingsplatz. So wie wir jetzt. Ja, mussten uns da auch mit 20 Leuten in einer Kabine umziehen. Das war alles noch. Sehr da gab es keine VIP-Bereiche, gar nichts. Da gab es nur eine Vereinskneipe, ein paar Bierstände. Und, aber wenn man das so die Entwicklung vom Fußball sieht. Aber auch eine schöne Zeit, oder? Ja, total schön. Das war echt, die hätten wir ja gern, die Bierstände und das Ganze. Das haben wir dann auch wieder nicht. Wir haben ja keine Vereinskneipe und so. Das fehlt uns. Jetzt keine Vereinskneipe. Ja. Das ganz oben haben wir. So, und aber haben dann auch in die richtige, sagen wir, haben dann auch in Steine investiert. Infrastruktur, Trainingsgelände, Jugendbereich, alles toll gemacht. Ja, jetzt in der heutigen Zeit und die ganzen schönen Steine, die ja entstanden sind, werde ich wohl wieder Lust, noch mal ein bisschen zu kicken. Das ist schön. Das heißt, du als ehemaliger Fußballer empfiehlst uns durchaus auch in Steine zu investieren und nicht nur in Beine. Ja, klar. Das ist gut. Ja, das ist ja, ich meine, nehmen wir uns zu Herzen. Ja, das ist doch, ich sag mal, ihr habt ja, glaube ich, oder so wie ich das gehört habe, eine gute Jugendarbeit. Und das sind die Stars von morgen. Ja? Stimmt. Und die gilt es heute zu fördern. Ja. Perfekt. Cool. Ja, vielen lieben Dank für deinen Besuch in der Wackerstube. War uns eine große Ehre. Ja, danke. Danke gleichfalls. War nett, mit euch zu planen. Wir freuen uns dann auf das Spiel, wenn da unten gespielt wird, wenn wir ganz gemütlich da oben zwar kein Astra, aber zumindest ein Zipferbier trinken können. Zipferbier schmeckt auch gut. Sehr perfekt. Gut. Vielen Dank. Ja, bitte. Danke. Ja, der Klaus hat uns wieder verlassen. Als die Kamera aus, haben wir uns sehr interessant unterhalten. Noch ein wenig über den Weg, den Wacker auch gehen könnte. Dann hat er ja bei St. Pauli schon beschrieben. Er war damals in dieser Aufbruchszeit mit dabei. Ja. War spannend, auch noch ohne Kamera. Aber das bringt euch jetzt nichts. Genau, aber es ist halt eine Anekdote mehr, ja. Hat mich total gefreut, also voll cool. Jetzt sieht man schon irgendwie jetzt mit dem Jens und so weiter, es tut sich auch ein bisschen eine neue Fußballwelt auf. Also dieses Tirol, Innsbruck geht ein bisschen nur auf und plötzlich sitzt eine St. Pauli Traditionself Stürmerlegende hier. Ganz genau. Es ist ein langes Wort, aber ein gutes Wort. Ich könnte es ja kein zweites Mal sagen. Ja, ist ja gut. Gefällt mir gut. Hey, St. Pauli, geht nicht. Jetzt werden sich natürlich viele Leute fragen, warum haben wir nicht einen Jens eingesetzt, wenn der Jens eh da ist? Weil wir Mitglieder haben und weil wir sagen, dass Mitglieder unsere ersten Ansprechpartner sind, weil es sind ja die beim Verein eben Mitglied sind. Und es wird sehr zeitnah, nämlich Anfang Juli, eine außerordentliche Generalversammlung stattfinden, wo ein neuer Präsident, ein neuer Vorstand gewählt wird. Im Zuge dessen wird der Jens in Tirol sein und im Zuge dessen gibt es auch einen offiziellen Vereinsabend, Mitgliederabend. Genau, und dann mir jetzt gesagt habe, wenn wir jetzt einen Monat davor an Jens daher sitzen und ihnen euch allen zeigen, ein persönliches Gespräch führen, dann wäre das ja schade. Ja. Mitglieder first, deswegen zuerst den Vereinsabend. Im Zuge dessen werden wir vielleicht eine Wackerstube aufnehmen und dann seht ihr den Jens. Und heute haben wir über ihn geplaudert, was ich auch ganz charmant gefunden habe. Finde ich auch, ja, weil du es angesprochen hast, die GV, die Briefe gehen jetzt dann raus. Mhm. Die sollten nächste Woche bei euch eintrudeln. Da steht dann eh alles drinnen. Was bei der GV passiert und auch noch Mitglieder-News generell, stehen auch noch ein paar Sachen drin. Ja. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Haben wir diese Woche geschrieben, diesen Brief. Diese Woche wurde er gedruckt und einkuvertiert und sollte dann bald auf dem Postweg auf dem Weg zu euch nach Hause sein. Richtig, ganz genau. Genau, das haben wir. Dann haben wir, diese Woche ist am Sonntag nicht nur Heimspiel, also, oder halt Spiel in Innsbruck, weil... Heimspiel ist es ja keines. Ja, genau. Sondern da ist auch Vatertag. Und da haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet, aber jetzt nochmal die Erinnerung, wenn ihr einen Windbreaker kaufen wollt, dann am Freitag ist eure Möglichkeit und wenn ihr das tut, dann kriegt ihr ein 6er Bier dazu.
Genau, wenn ihr über 18 seid und dann bekommt ihr im Rahmen der Vatertagsaktion ein 6er-Dreigerl Zipferbier, ein naturtrübes Keller. Kellerbier mit dazu. Hashtag genau. Ungefiltert. Ja, ganz genau so ist es, ja. Das gibt's. Und dann haben wir noch eine Sache, das Spiel gegen Corona ist jetzt offiziell, also der Traumelf-Cup ist offiziell vorbei. Wir haben eine Gewinnerin. So ist diesmal. Es. Also es ist gekürt worden, die Elf von Birk hat sich durchsetzen können im Finale und hat damit einen sehr tollen Preis gewonnen, nämlich ein Saison-Abo und ein VIP-Paket. Genau. Das ist schon ziemlich cool. Birk, in diesem Fall herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ich habe gesagt, nächste Woche werden wir mal den Alex Tozzi oder bei der nächsten Wackerstube Alex Tozzi bitten, diese Traumelf zu analysieren. Das würde ich auch sagen, das finde ich sehr gut. Und alles andere wird dann eh hinter den Kulissen quasi geregelt. Genau, nur um das auch nochmal genau zu sagen. Genau, so ist es. Die offizielle Übergabe des neuen Saisonabos dauert noch ein bisschen. Die Saison beginnt ja heuer erst etwas später als gewohnt. Richtig. Genau, über Amstetten können wir, wie gesagt, immer noch nichts sagen. Über vorausschauend dann eben haben wir ein Spiel gegen Blau-Weiß Linz. Es bringt nichts, wenn ich sage, kommt alle ins Stadion, weil es geht nicht. Das mache ich sonst immer. Da müssen wir uns leider noch gedulden. Ja, in diesem Sinne. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag, eine gute Woche. Lieber Felix Köchl, voll cool, dass du bis 2023 bei unserem Verein bleiben willst. Freut uns es, volle. Wir hätten es, ja, genau. Gut, dass du es nochmal sagst. Freut uns volle. Liebe Leute, bleibt uns gewogen. Schaut zu, auch wenn wir den Stadion dürfen, was voll bitter ist. Schaut auf Lola 1 zu, schickt der Mannschaft gute Gedanken. Auch das wird helfen, davon bin ich fest überzeugt. Schaut es nächste Woche wieder ein. Eine schöne Woche und gute Nacht.